Veränderte Rahmenbedingungen der EU-Agrarpolitik erfordern neue Formen der Landnutzung und sollen dabei Bemühungen um die Pflege der Kulturlandschaft unterstützen. Moderne Landwirtschaft muss mit den Zielen des Umweltschutzes, der Erhaltung traditioneller Landschaftsbilder und der Gestaltung von Landschaften verbunden werden, die auch den Anforderungen zukünftiger Generationen gerecht werden. Die Agrar GmbH Krawinkel verfolgt diese Ziele durch eine ganzjährige, extensive Freilandhaltung von Rindern und Pferden auf großen Standweiden. Dabei werden folgende Punkte verwirklicht: Landnutzungswandel von Acker in extensive Grünlandbewirtschaftung, Landschaftspflege im Betriebsbereich, vor allem in den zahlreichen Schutzgebieten, Biotopmanagement und Artenschutz sowie die Umweltbildung. Bodenwertzahlen von nur 20 bis 30 sind Ausdruck wenig ertragreicher Böden. Für derartige Standorte ist nicht Ackerbau, sondern sind ausdauernde Vegetationsformen wie Wald oder Dauergrünland vorteilhafter. Die steinigen Böden trocknen in niederschlagsarmen Sommern schnell aus und führen zu Ertragsausfällen. Die Hochebene um Krawinkel besteht vorwiegend aus Muschelkalken verschiedener Formationen. Dies war nach den Waldrodungen die Ursache für die Entstehung von Lasersteinwellen an den Ackerrändern, zu denen die beim Pflügen störenden Steine aufgeschichtet wurden, und führte in der Folge zu dieser imposanten Heckenlandschaft. Nach der kürzlich erfolgten Umwandlung von Acker in Grünland wird hier die historisch gewachsene Kulturlandschaft zusammenhängend durch ganzjährige, extensive Freilandhaltung auf Grünland von Rindern und Pferden unter Beteiligung von Schafen und Ziegen gepflegt. In den Hutegebieten sorgen vorwiegend die Ziegen für die Zurückdrängung der Verbuschung. Rinderfutterplätze werden auf trockenen, geschützten Standorten angelegt und entsprechend der Besatzdichte flächig mit Stroh versehen, worauf das Futter gelagert wird. Damit beugt man einer Verschlammung dieser Plätze vor und die Tiere haben eine feuchtigkeitsdurchlässige und wärmeisolierende Liegefläche. Auch unter dem Schnee suchen die Tiere trotz Zufütterung nach natürlicher Nahrung, wie das hier bei den Pferden beobachtet werden kann. Rinder können aufgrund ihrer Gebissform die Gräser nur abrupfen. Dadurch ist nach der Beweidung die Grasnarbe noch so hoch, dass Pferde im Nachhinein noch ausreichend Futter finden, da sie im Gegensatz zu Rindern die Pflanzen bodennah abbeißen. Aufgrund der Größe der Standweiden und des geringen Tierbesatzes reduzieren sich Trittschäden im Wesentlichen auf die Wechsel und die Umgebung der Tränkstellen. Große Weidetiere gestalten durch Wanderungs- und Fressverhalten ihren Lebensraum selbst. Die Agrar GmbH Krawinkel liegt im Flächenanteil bei Schutzgebieten weit über dem Durchschnitt Thüringer Betriebe. Dazu gehört das Biosphärenreservat Vessertal als Vogelschutzgebiet der EU mit über 200 Hektar Flächenanteil in den Gemarkungen Schmiedefeld und Stützerbach. Hier wird die Erhaltung der Bergwiesen, die Reduzierung der Verbuschung und die Erweiterung der Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren durch extensive Beweidung und Maat von Teilflächen erreicht. Das Flächennaturdenkmal Erlebachwiesen erfährt seine Pflege durch eine zeitlich angepasste Maat, um auch den biologischen Besonderheiten der Schmetterlingsart dunkelblauer Wiesenknopfameisenbläuling, eine FFH-Art, gerecht zu werden. An geschützten Pflanzenarten findet man hier unter anderem die sibirische Schwertlilie, die niedrige Schwarzwurzel und die Trollblume. Die Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiete Wilde Gera bis Blaue mit Lütscheaue und der Christesser Grund zwischen Schwarzaa und Christes unterliegen sowohl einer weiträumigen, tiergebundenen Grünlandnutzung, die auf eine besonders schonende Beweidung mit zeitlicher Auskopplung von sensiblen Gebieten ausgerichtet ist, als auch der Maatnutzung von Feucht- und Bergwiesen.
Im Gebiet des unteren Wellenkalkes findet man zahlreiche besonders geschützte Biotope sowie Landschaftselemente der historisch gewachsenen Kulturlandschaft. Hierzu zählen die halbtrockenen Rasen, Hecken, Flurgehölze, Lesesteinwelle, Obstbaumreihen, Streuobstanlagen, Fließgewässer und Erdfallgebiete. Durch die auslaugende Wirkung des Wassers entstanden hier Spalten und große Hohlräume, die nachfolgend zu Erdfällen führten. Die mächtige Karstquelle, der Spring bei Plaue, ist sichtbarer Ausdruck dieses hydrologischen Geschehens. Bis auf die Erdfallgebiete findet man die erwähnten Biotope und Landschaftselemente der Kulturlandschaft im gesamten Betriebsbereich wieder, wobei außerhalb des Muschelkalkplateaus Teiche und temporäre Standgewässer sowie Bergfrischwiesen zusätzlich vorkommen. Landschaftselemente sind für die Bereitstellung von Wohn- und Brutstätten für Tiere und als Standorte für gefährdete Pflanzen von herausragender Bedeutung. Hecken, Feld- und Obstgehölze bieten der Fauna in der Agrarlandschaft Deckungsschutz sowie Nahrung und stellen eine wichtige genetische Grundlage für die Erhaltung einheimischer Gehölzarten dar. Zur Sicherung ihres Bestandes sowie zur Verbesserung ihrer Funktion sind insbesondere Hecken, halbtrockene Rasen und Kleingewässer regelmäßig zu pflegen oder auch neu anzulegen. In den Wiesenbrüdergebieten, wie zum Beispiel dem sogenannten Wieseboden, erfolgt der Weideauftrieb erst später im Jahresverlauf. Dadurch wird die Entwicklung des großen Wiesenknopfes als Futterpflanze des dunkelblauen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sowie das Brüten von Wiesenvogelarten durch die Weidetiere nicht gestört. Im Frühjahr des folgenden Jahres findet man noch Stauden und Ampferstängel vor, die dann wieder als Ansitzwarten zum Beispiel vom Braunkehlchen genutzt werden können. Für den Schutz und die Wiederbesiedlung der ausgeräumten Teile der Agrarlandschaft durch seltene und gefährdete Arten bieten die großen Standweiden, aber auch die für die Winterfütterung notwendigen Mahdflächen gute Voraussetzungen. Bei den Mähflächen werden Streifen erst später gemäht, um Rückzugsmöglichkeiten für Insekten und Vögel zu schaffen. Durch Strukturanreicherung auf den Standweiden entsteht ein kontinuierlicheres Blüten und damit ein erweitertes Nahrungsangebot für Insekten, Vögel und Fledermäuse. Wobei dem ganzjährig vorhandenen frischen Dung als Nahrung für kotverzehrende Insektenarten eine besondere Bedeutung zukommt. Von der vielfältigeren Nahrung profitieren Feldlerche, Wachtel und Raubwürger genauso wie Kleinsäuger und Schmetterlingsarten. Fehlende Brutmöglichkeiten für Höhlenbewohner wurden durch eine größere Anzahl von Nisthilfen geschaffen, darunter für Steinkauz, Wiederhopf, Steinschmätzer und Fledermäuse. Mit der Wiedervernässung, ehemals durch Drainage entwässerter Flächen, besteht auch die Chance, neben Wiesenpieper und Braunkehlchen auch Kiebitz, Wachtelkönig und Weißstorch als Brutvogel wieder zu gewinnen. Die Auflichtung der Uferbereiche von Fließgewässern dient, wie im Gebiet des Sandbaches erfolgt, der Erhaltung der Reproduktionshabitate des Feuersalamanders. Eine Beeinträchtigung der Bachabschnitte, die für die Entwicklung der Feuersalamanderlarven wichtig sind, darf durch den Weidebetrieb nicht erfolgen. Mit der zunehmenden Entfremdung des Menschen von den Natur- und Landnutzungsprozessen macht es sich erforderlich, Wissen und praktische Erfahrungen im Umgang mit der Natur an breite Bevölkerungsschichten zu vermitteln, sowohl im Berufsleben als auch im Urlaub und der Freizeit. Aus diesem Grund bietet die Agrar GmbH eine Reihe von Veranstaltungen zur Umweltbildung, Ausbildungsplätze für Lehrlinge und Projekte für Schüler und studentische Praktika an. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Landnutzungswandel, bedingt durch die veränderte EU-Agrarpolitik, in Seminaren und Fachtagungen mit Landwirten,
Fachbehörden, Kommunen und den Naturschutzverbänden gewidmet. Ein wesentlicher Gegenstand von Umweltbildungsveranstaltungen ist die integrierte ländliche Entwicklung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und Umweltbelange mit dem Ziel, sich eine eigene, nicht städtisch überprägte Identität zu bewahren. Besuchen Sie unseren Betrieb in Krawinkel und erleben Sie eine naturverträgliche, nachhaltige Landnutzung.